So. Mist. Falschen Knopf. Tut mir leid, das war jetzt ein Gequietsche. Ich werde mal sehen, dass ich das Gequietsche rausschneide. So, wie geht das jetzt? Wunderbar. Jetzt klappt das. Er springt ja mal mit einem schönen kosmischen Schwung da raus. So, jetzt wollen wir das machen. Scheiben. Das sollte allemal ausreichen. So. Die Tasse noch ein bisschen zur Seite. Also hier jetzt neben dem PC. So, das ist jetzt alles soweit. Fertig. Hier fehlt noch Glas. Und hier auch. Oben war ja, da oben fehlte nichts, da war ja gar kein Glas einzusetzen. Da haben wir es drin, aber unten noch was. Achso, da wollte ich ja gucken, ob wir hier ein Fenster rein. Mal schauen. Ob das hier was überhaupt was bringt. Nee. Okay. Hier vielleicht noch. So, na prima. Ja, was haben wir hier? Könnte man zum Beispiel, ach, wenn wir mal so ein bisschen stationstechnisch hier was machen. Also, ein paar Holzstufen vielleicht. Holzstufen und Schild haben wir ja dabei. Genau. Schreiben wir hier mal hin, also zu den Zügen. Steht ja auch immer. Also jetzt ja, war es ein bisschen knapp hier, aber ist egal. Werden wir hier mal so eine Art Wartezone einrichten. Das machen wir mal weg. Hoffentlich baue ich mich da nicht wieder so zu, dass man sich dann wieder wehtut. Dafür lasse ich dann mal diese Seite offen.
Hier ist ein bisschen eng, okay. Bei den neuen Bahnhöfen ist ja auch nicht so breit. Ne? Was hatten sie bei Stuttgart 21 gesagt, wie breit die unterirdischen Bahnsteige sind? Da, wo dann noch die Rolltreppen hochgehen, da ist auch nicht viel mehr Platz als so. Wartebereich. Der ist dann hier. Und dann werden wir hier mal so ein paar Sitze hin tun. So. Und vielleicht hier auch noch. Und vielleicht hier auch noch. So, alles ein bisschen enger. Und hier werden wir einen noch ein Schild hinhängen. Immer mal rausgucken, es ist immer ein bisschen verwirrend. So, dann habe ich mal ein WC rein. Und ja, irgend so ein Abort. Ah, das ist doch super. Hier geht es ja gleich runter wie nix. Aber das können wir natürlich sehr schön nutzen, dass wir hier den mit der Shift-Taste und hier rüber. So, dass wir hier so ein bisschen arbeiten und uns wieder den Cobblestone herholen. So, dann tun wir hier Wasser rein und eine Klappe drüber. Wir hatten noch, glaube ich, einen Wassereimer oben drin, ne? Tatsächlich. Ich glaube, der lag immer dafür da. Immer dafür da. Dafür, dass wir nämlich hier heute Falltür. Hallo? Na gut. Manchmal wieder und manchmal wieder nicht. So, dann machen wir hier mal das Wasser rein. Die Falte drüber. Und da haben wir unser Plumpsklo. Richtig einfaches Plumpsklo. So, Wartebereich. Was fehlt noch? Hier fehlt noch ein. So, hier kommt man rein. Von der Brücke. Hier kommt man rein von der. Von hier oben. Aus der Unterwelt. Heißt, man kann sich also hier irgendwo Fahrkarten noch kaufen. Und das machen wir mal im Holzdesign. Wie viel Bretter haben wir noch? Natürlich gefährlich, wenn ich jetzt sterbe.
So, hier ist irgendwo der Ausgang. Ja, können wir direkt noch ein Schildchen bauen. Oder sogar drei. Machen wir hier oben noch mal sowas drüber. Nehmen wir das mal als Fahrkartenschalter hier. So. Und wir legen uns mal schnell ins Bett.